Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Und viele Seen sind noch gefroren, vor allem im Osten Deutschlands. Das sind Bilder vom Pelzer Vordersee, gestern aufgenommen von Wolfgang Puran. Man sieht sehr schön den gestrigen Sonnenaufgang, dürfte heute genauso sehen. Übrigens ist der Erdboden auch am Stadtrand von Berlin noch einen halben Meter tief gefroren. Und man sieht sehr schön hier immer noch das Eis auf dem See. Also die Sonne hat ein bisschen Mühe, dieses Eis zu schmelzen. Wir können es vielleicht auch mal noch ein bisschen größer machen. Also ein fantastischer Blick, hier noch so ein bisschen Schilf im Vordergrund. Es bleibt also kalt und vor allem die Unterschiede jetzt zwischen Tag und Nacht sind doch beachtlich. Gestern auch hier in Köln 12 Grad Höchsttemperatur, heute Morgen am Kölner Flughafen Köln-Bonn draußen in der Warnerheide minus 6, also fast 20 Grad Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Und das kommt zustande durch diese Hochdruckwetterlage. Die Sonne ist schon kräftig, kann diese kalte Luft tagsüber ganz gut erwärmen. Nachts wird es aber sehr frisch. Von Osten her kommt immer noch die mäßig kalte Luft. Und diese kleine Kaltfront wird uns in den nächsten Tagen überqueren. Sie bringt aber keine großartigen Regen- oder Schneefälle.